Willkommen zurück. Wir haben in der letzten Aufnahme uns der Bäume hier entledigt. Haben auch ein paar Setzlinge gesammelt, soweit es ging. Da oben sind noch welche, die nehme ich aber noch mit. Und noch ein Apfel und noch ein Setzling und noch ein Apfel. Ja. Haben ein bisschen Setzlinge gesammelt, Äpfel gesammelt und vor allen Dingen Holz gesammelt. Was sehr viel wichtiger war. Ziel ist es, dass wir unser Gebäude drüben fertig bauen können. Und dazu... Was wollte ich denn jetzt wegbringen? Die Axt? Ne, die Axt brauche ich ja auch noch. Die Setzlinge kann ich aber wegbringen. Und dafür nehme ich wieder mein Holz in die Tasche. Und dann gehen wir mal rüber. Und schauen, wie wir da das Gebäude jetzt weiterbauen können. Wir haben da jetzt schon einiges geschafft in den letzten Folgen. Also da bin ich schon sehr froh drum. Und wir müssen dann jetzt mal schauen, wie hoch wir es noch machen wollen. Und ja, wie es denn dann aussehen wird. Ich bin da schon sehr gespannt auf das Endergebnis. Hallo Schaf, hallo Schaf. Düsen wir mal hoch. Okay. Ich mache jetzt mal hier wieder eine Stufe hin. Und würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5 war ja die richtige Höhe. 4, 5. Ah, so langsam wird es interessant hier mit der Höhe. 3, 4, 5. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier. Vier, fünf. Einen brauche ich noch. Ganz schön was los da unten. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich würde sagen, das wird dann nochmal ausgebaut hier. Mit Holz. Und danach die Etage darüber, denke ich. Das sollten dann genug Etagen hier für das Gebäude sein. Die wird dann ein bisschen offener, damit man auch übers Land gucken kann. Würde ich sagen. Nee, da kommen ja wieder Fenster hin. Eins, zwei. Mache ich das so? Und letzte Reihe. Da ist noch was. Hopp. Hopp. So. Jetzt hier runter. Und dann machen wir am besten von hier. Mist. Runtergefallen. Ich frage mich gerade, ob Spinnen Bäume hochklettern können. Ich glaube und hoffe aber nicht. So, zwei Reihen noch. Habe ich schon wieder das ganze Holz weg.
Ich wusste, dass dieses Gebäude viel Holz fressen wird. Ich war mir aber, glaube ich, nicht im Klaren, wie viel es tatsächlich ist. Das habe ich, glaube ich, irgendwie unterschätzt. So, da hätten wir noch was. Au. Okay. Wo ist sie denn nun? Autschi. Ich gehe jetzt mal die Treppe runter. Also entweder hat mich da gerade was abgeschossen oder es war eine Spinne. Doch, es war die Spinne. Na komm runter. Es war aber nicht die eine Spinne, die ich hinten gesehen hatte. Mal was essen. Verrücktes Spinnen. Zeugs. Die muss wohl irgendwo hier unten gespawnt sein. Okay. Und jetzt noch hier. Neuer Block und schnell hochgezogen. Das wird ja jetzt auch schon morgen. So. Geht's hier mal wieder runter. Die können wir schon mal wegmachen. Und die auch. Wie machen wir hier das mit den Treppen? Wäre vermutlich schlau, das so ähnlich zu machen wie drüben. Das heißt, hier würden die dann anfangen. Hier würde eine anfangen. Ist das übereinander? Ja. Und wo würde die andere anfangen? Da, also hier. Hier so. Da machen wir dann noch mal Treppe hoch. So. Passt das tatsächlich? Ich bin mir unsicher. Aber es ist direkt übereinander, oder? Ja. Dann weiß ich auch nicht. Aber kam das auch? So. Mache ich hier jetzt noch das hier hin. Das auf die andere Seite. Da muss ich mal gucken, wo ich die hinmachen kann. Damit ich mir nicht den Kopf stoße, wenn ich die Treppe hochgehe. Was hier aber kein Problem ist. Okay. Und da. Da müsste ich dann
Hier wieder Glas hinmachen. Ob ich jetzt hier auch einen Glasboden hinrein mache, was weiß ich noch nicht so genau. Wäre ja an sich cool. Der muss weg. Ach, wisst ihr was? Man lebt nur einmal. Mach mal hier auch einen Glasboden rein. Was soll der Geiz? Und da wäre unser Glas auch schon leer gewesen. Schau ich mal, ob das so passt. Also okay. Vermutlich ist das Geschoss hier oben drüber ein schmaler oder ein höher? Ein höher. Ja, das erklärt's. Deswegen ist das mit der Treppe jetzt ein bisschen doof, aber naja. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Hübsch machen können wir es später noch. Okay. Dann bereiten wir uns jetzt mal auf unseren kleinen Ausflug vor, den wir dann demnächst machen werden. Und zwar brauchen wir dann Sand. Und den Sand, den müssen wir uns besorgen drüben in der Wüste. Das heißt, wir werden uns auf eine kleine Reise begeben müssen. Oh, da sind schon ein paar Bäume gewachsen, das ist gut. Zu. Holz. Das packen wir erstmal alles da rein. Denn wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Da hätte ich noch zwei Steinschaufeln. Gehen wir mal zur Klunkerbude. Hier hatte ich doch irgendwo Diamanten. Lapis. Da. Nehmen wir mal zwei Stück. Und machen uns daraus jetzt Schaufeln. Okay. Ich hatte doch hier bestimmt irgendwo noch. Ich habe noch einen Stock in der Tasche. Das ändern wir jetzt. 17. Und damit hätten wir dann zwei Schaufeln. Den Rest machen wir hier wieder in die Holzkiste. Hinten habe ich noch Monsterkram, den ich nicht brauche. Dieses brauche ich nicht, jenes brauche ich nicht. Die Äpfel tue ich mal in die andere Kiste. Erde. Schilder. Na, obwohl, wenn ich den Bogen dabei habe, dann sollte ich auch Pfeile und sowas dabei haben. Das habe ich letztens gegen einen Zombie bekommen. Einen goldenen Beinschutz. Packe ich mal da rein. Ja, Blumen auf die Blumen. Feuerzeug brauche ich auch nicht. So, Küche. Äpfel, Weizen, Körner, Pilze. Gut. Hier packe ich den Stein rein. Wobei ich vom Kabel ein bisschen was mitnehme. Und was noch? Die brauche ich nicht. Die kann ich hier lassen. Und damit wäre unsere Kiste. Oh, hier, das muss ich noch drüben in Dings bringen. Gerade Mittag. Es lohnt sich jetzt nicht loszulaufen. Weil nachts in der Wüste, das ist nicht unbedingt die beste Idee.
Aber wir müssen hier ja eh noch umräumen. Nehme ich mal 4 Geschwindigkeitstränke mit. Das packe ich ins Leergut. Nehme ich auch noch 2 Heilungstränke mit. Warum auch immer da Pflasterstein drin ist. Okay. Wasserflaschen brauche ich erstmal nicht. Gut. Dann würde ich sagen, warte ich jetzt mal den Tag und die Nacht ab. Und dann machen wir uns auf den Weg. Derzeit kann ich ja ein bisschen in meiner Chill-Lounge relaxen.